Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2. Und der Benny ist immer noch dabei. Und wir haben es geschafft bis ins 25. Untergeschoss. Ja, also der Weg, da haben wir doch schon, super. Ja, der Weg zu Ebene 50 geht weiter. Nein! Ja, das war die falsche Richtung. Ja. Och nee, die cheaten bestimmt gleich wieder mit ihren Pilz da. Der kriegt erstmal einen auf die Glocke. Aber bitte kein Sprung. Ich bin ein Freund vom Wirbelschlag. Ja, das war gar nicht so schlecht. Einmal den Scanner, bitte. Dies ist ein Pieks-Glumba. Diese Glumba-Art liebt dunkle Orte wie diesen. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Ihre Attacken sind etwas stärker als die der anderen Glumbas. Und du solltest natürlich nicht auf sie draufspringen. Übrigens, Mario, wenn ich hier leben würde, würde ich dann auch so grün? Naja, lieber nicht dran denken. Wo sind die grünen? Die sind doch blau. Was? Ich sag's doch, die cheaten schon wieder. Was für ein Affe. Wärst du mal mit Orten, wo man irgendwie die Pilze von denen klauen kann oder so? Ja, das stimmt. Ja, dann machen wir nochmal einen Wirbelschlag. Ja, auf ein neues. Gut, dass sie nur den einen Pilz haben. Und, wir machen folgendes: Wir können ja instant austauschen und machen einen Powerpanzer. Ist die Frage, ob der auch die Buhus trifft. Ich glaube ja nicht, weil die ja schweben. Das sah so aus. Ja, doch. Tatsächlich. Das war doch schon mal ganz gut. Ja, toll. Jetzt sind sie beide transparent, oder was? Nee. Nee, nur der eine zum Glück. Aber leider der, der noch mehr hat. Ja, ist es egal. So. Jo, jetzt sind erstmal die zwei schon mal weg. Ah, eventuell kriegen wir volle HP. Nein, oh, natürlich nicht. Nö, natürlich nicht. Dann bitte einen Panzerstoß. Kabum. Was machst du? Ihr macht euch gegenseitig transparent. Schön. Toll. Da musst du wohl irgendwie wieder ein bisschen... Ah. Ach nee, der andere kann wieder. So. Haben wir noch einen. Den wir jetzt nicht angreifen können. Ja, das wieder ganz klar. Eine Show-Einlage oder sowas wäre vielleicht wieder. Ja, ja, warum eigentlich nicht? Gibt ein bisschen Sternenpower. Gib mir Sternenpower. Mario ist gerade auch irgendwie so ein bisschen arm dran, ne? Ja, der kriegt immer voll einen drüber. Ich glaube, da setzen wir am besten nochmal so einen Pilz ein. 10 Sternenpunkte. Ja. Ja, so ein Pilz kann ja nicht schaden. So, einmal auf Mario. Dankeschön. Ach ja, Mario und die Pilze immer schlimm, ey. Ja, ist voll der Drogenjunkie. Eben. Magic Mushrooms. Genau, das habe ich auch schon tausendmal in meinen Fans gesagt. Ich mag dich nicht. Ein rosa Bandit oder was? Ja, irgendwie so. Und auch noch 5 Stück, na herrlich. Okay, es wird schwerer, das muss ich schon sagen. Ja, der erste ist schon mal platt. Ich würde vorsichtig sein, der hintere hat irgendwie eine Überraschung für dich, glaube ich. Ja. Ach nee, brauche ich ja nicht. Haben wir ja schon gescannt. Am besten irgendwas, was alle erwischt. Ja, Powerpanzer. Vollgas. Hey. Oh, das hast du gesehen, wie der geguckt hat? Ich weiß. Ach Mann! Okay, das mit Reichen, glaube ich, nochmal überdenken, ne? Schafe? Ich will nicht schlafen. Och nö. Jetzt schläfst du auch noch, na ganz klasse.
Ja, und wirst kurz wach, weil du hast die Energie kriegst. Viel logisch. Ah, immerhin ist Mario wieder wach. Was hat der jetzt gemacht? Die hauen irgendwie alle mit deinem Geld ab. Ja, warte noch ein bisschen, dann sind die mit deinem Geld über alle Berge. Toll. Ja, toll. So, der ist kaputt. Ja, und der andere haut bestimmt auch gleich noch ab. Ja. Das ist voll die feige Ratte. Und jetzt? Ja, dein Geld siehst du wohl nicht wieder. Aber der Kampf, denke ich mal, zählt trotzdem als gewonnen. Ich hoffe. Und sonst kommen wir nicht nach unten. Zauber vermehrt Münzen. Zauberkraft ist erschöpft. Nö. Nö. Die sind alle wieder da. Na klar. Hey, die haben ja immer noch dein Geld. Was soll das denn? Das ist jetzt allerdings ein bisschen scheiße. Du hast uns so viel Energie gelassen und jetzt sind trotzdem wieder alle da. Dann machen wir ein Maxi-Beben. Du hast irgendwie zwei oder so von denen eigentlich schon platt gehabt. Drei. Oder drei sogar. Nee, nee, zwei. Schiss. Eins, zwei, drei und vier. So, und jetzt schön Konzentration. Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl! Und Hause weg! Gute Nacht! Tschüss, träumt was Schönes! Toll, trotzdem nur einen Sternenpunkt! Kriegst du wenigstens deine Münzen wieder? Ja, und Schafe! Oh ja, naja, immerhin, aber trotzdem war das gerade beschiss, was die fabriziert haben. Ah doch, ein Schäfchen. So, das müssen wir speichern. Was wohl jetzt kommt? Vielleicht jetzt kommen wir diesmal Buhus und diese Bandit. Oh ne, Lakito. Hallo Lakito. Also erstmal stehen auf den Lakito drauf, sonst kommen wieder nur ein paar Stachis und so. Ja. Würde ich sagen. Aber die Bomben sind auch nicht so nett. Na gut, mach erst die Bomben platt, dann werden die zwei Bomben rucki zucki durch ein paar Stachis ersetzt, wenn das so gut ist. Mach das so. Ach, die Bomben haben auch noch höhere Verteidigung. Scheiße! Ja, gut, das kannst du ja nicht wissen. Ja, doch, hätte ich mir das gemerkt, hätte ich das garantiert wissen können. Machen wir so und eine Kopfnuss auf den. Gute Nacht. Au! Fünf Schaden, na klasse! Da, toll. Siehst du, da fangen sie schon an. Mach bloß schnell den zweiten von dem Platz. Ja, das ist aber jetzt schlecht. Ich versuch mal. Du kannst nicht draufspringen, du kannst ihn nicht wirklich mit Hammer treffen. Wie machst du den jetzt platt? Ich mach einen Saugmatz. Einen auf Blutegel machen oder was? Jetzt kann ich Lakitu nämlich mit dem Hammer treffen. Nee, kann ich nicht. Scheiße. Nee, der ist ja in der Luft. Kannst du eben nicht. Du kannst nicht draufspringen, du kannst keinen Hammer benutzen. Und ich glaube, ein Panzer wird auch nicht viel bringen. Geht wahrscheinlich sauber unten drunter durch. Wie willst du ihn jetzt vernünftig angreifen, solange er das Ding in der Hand hat? Gar nicht. Ich nehme einen Superpilz. Toll. Der hat ja schon wieder... Wie willst du denn das jetzt machen? Nochmal mit dem Saugmatz. Toll. Ich meine, dass du auch irgendwie mal an ihn selber rankommst, wenn er die ganze Zeit so ein blödes Teil in der Hand hat. Das hat ja jetzt gar nichts gebracht. Irgendwie musst du ihn ja jetzt erwischen können. Wenn das jetzt die ganze Zeit so weitergeht... Na gut, gibt vielleicht viele Sternpunkte am Ende, aber irgendwie musst du ihn doch jetzt platt kriegen können. Das bringt gar keine Sternpunkte. Guck mal unten rechts, wir haben erst zwei. Bringt das keine Sternpunkte, wenn die Dinger von den ganzen Zeit platt machst? Nein, irgendwie nicht. So. Oh, jetzt aber. Komm, immer schön drauf. Boom. Ja, Ulf ist ein guter Yoshi. Ja, hast du ganz brav gemacht, Ulf. Kriegst du nachher ein Keks hier von mir, ja? Moment mal kurz, es klopft gerade an der Tür. Ich bin sofort wieder da. Aufnahme. So. Ja, Münzen sind weg. Egal.
Warum geht mein Controller jetzt nicht? Ah ja. Gut, wir sind schon im 28. Untergeschoss. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Kampf bis zur nächsten Verschnauf-Etage. Und wir haben Bomben. Und das war schon wieder in die falsche Richtung. Das gibt wieder eine Bombenstimmung hier. Wie viel Schaden mache ich denn mit der Stampfattacke? Du müsstest das Spiel besser kennen als ich. Ich weiß das. Ich glaube, ich benutze nochmal das Maxi-Beben. Das ist einfach sicherer. Und eins, und zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. Scheiße. Ob das ausreicht? Hoffentlich. Na, fast. Naja, gut. Ja, erledige mal schnell, sonst hast du gleich eine feurige Überraschung, glaube ich. Ja, Kupio ist da ganz gut. Drei Schaden, Viech kaputt. Und passt. Weg. So, jetzt haben wir Feuer. So, und wir sind auf der nächsten Belohnungsetage. Ja, und danach kannst du den Gegnern ordentlich Feuer dahinter machen. Kein Shop. Mist. Nee, dafür nur wieder einen, wo du dich weiterschießen kannst. Und wir haben den Zapper-Orden. Während eines Kampfes nehmen alle Gegner, die Mario berühren, Schaden durch Stromschlag. Will das auch, wenn du kontern tust? Das ist ja geil. Was braucht der Orden denn so? 3 Ordenpunkte. Ja, also Schnellwechsel finde ich jetzt gerade schon ziemlich gut, aber wir leveln ja auch bald. So, kurz nochmal ein Safe-State setzen. Ich bin der Verschicker, ja. Was kannst du denn? 5 Etagen für 30 Münzen. Ich glaube, da sind wir nochmal dabei. Ja, mach mich blau. Alles verschwimmt. Oh, nee. Oh, nee. Igitt, rosa Fuzzies, pui. Ich hasse Fuzzies. Ja, und dann auch so eine ekligen rosa Viecher, ey. Haben die nicht eigene Stacheln? Müsste das nicht eigentlich wehtun? Nee. Fuzzies gehen mit draufspringen. So, aber der große Kirk, der macht mir irgendwie so ein bisschen Sorgen. Mal gucken, was der kann. Wahrscheinlich genauso viel wie der normale Kirk, nur halt ein bisschen mehr aushalten, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Dies ist ein Hyper-Kirk. Sie haben eine höhere Verteidigung als normale Kirks. Maximale KP 4, Angriffskraft 3, Verteidigung 3. Wenn sie sich aufladen, beträgt ihre Angriffskraft 9. Harte Gegner, die sich aufladen können. Wirklich ziemlich fies Biester. Es wäre gut, wenn du sie mit Konter abwehren könntest. Sonst solltest du vielleicht Items einsetzen oder einfach fliehen. Ja, fliehen kommt aber nicht in Frage. Ja, abwehren gerade auch nicht. Du solltest gucken, dass er sich nicht aufladen kann, also feste drauf. Ja. Weil wenn er 9 Schaden macht, nur so wird's kritisch. Das macht nur einen Schaden, das ist ja grausam. Mal gucken, ob Kupio hier Schaden machen kann. Hoffen wir's mal. Nee. Das ist nicht so cool. Genau. Ja, ich glaube, der macht gleich seinen Superangriff. Das könnte Ärger bedeuten. Genau. Und was machen wir jetzt genau dagegen? Der stirbt jetzt. Hoffen wir es. Was? Genau, was war das denn jetzt? Warum hat das nicht getroffen? Das finde ich jetzt aber nicht so cool. Nee, wenn du Pech hast, bist du gleich die Hälfte deiner Punkte los. Wenn der jetzt ordentlich reinhaut bei dir. Wir lassen den jetzt schrumpfen. So.
Oh, wie süß. Und ich habe zurückgeschlagen. Sehr gut. Cool, das Schrumpfen hält sogar zwei Runden an. Ja, ist doch eigentlich perfekt. Aber er nimmt trotzdem nur einen Schaden. Ja, immerhin hat er jetzt nicht ordentlich eine Breitseite verpasst. Nee, Luftwaffe ist schlecht. Eine Schaueinlage. Genau, push dich nochmal hoch, du Affe. Aber der wird jetzt eh sterben. Ja, eben, zum Glück. Er ist ja eigentlich nur gefährlich, wenn er sich so verdammt hoch pushen tut. Ja. Ansonsten ist er ja harmlos. Ja, absolut. So. Noch ein paar Münzen für die Allgemeinheit. 41, das heißt, wir können nur noch einmal vorwarpen. Wir haben ja noch ein paar bis zum nächsten Zwischending vor uns, also. Nein. Nein, hast du bestimmt noch ein paar Münzen. Wieder. Mein lila Panzer. Ach du je. Hatten wir die schon? Nee. Ich benutze den Hammer. Mal gucken, was der so kann. Naja. Oh, zwei Schaden, das ist jetzt nicht so viel. Ja, wir wissen ja auch leider nicht, wie viel der hat, ne? Ja, das kommt jetzt. Dies ist ein Fies-Cooper. Fies-Coopers sind Coopers, die in der Dunkelheit leben. Maximale KP 8, Angriffskraft 4, Verteidigung 2. Sie sind dafür bekannt, ihre Gegner zu verwirren. Wenn sie grinsen, solltest du besonders vorsichtig sein. Ihre Verteidigung sinkt auf 0, wenn du sie umkippst, also setze Sprungattacken ein. Ach so. Ah ja. Denn Coopers sind sowieso schon immer fies. Boah. Die Fuzzies sind auch ziemlich kacke. Mann! Ja, nervig und sehen dazu noch blöd aus, also. So. Immerhin liegt er jetzt schon mal. Und? Ach! Och, Manno! So. Gut. Die Nervensäge schon mal weg. Dann bleiben dann nur noch diese zwei nervigen HP. Rosa Pickel übrig hier. Jawohl. Oh, hat der wieder ein komisches Gesicht gemacht. So, zum Glück klappen die Action-Kommandos noch. Und gleich lädt er sich wieder. Na ne, gut. Nee, der ist jetzt platt. Erledigt. Das ist nur noch der andere das Problem. Ach, den einen kriegst du schon noch hin. Nur wenn ich deine Energie schon wieder sehe, dass du ja, noch wieder acht hast. Ja, richtig. So. Und der letzte. Gut. Okay, da haben wir die auch schon. Ja, schätzungsweise sind wir nach dem nächsten Kampf dann Level Up bereit, aber wir müssen erstmal den nächsten Kampf schaffen. Was ist denn da auf den Boden gefallen? Ein Embryo oder was ist das? Ein Schlaffikator. Macht Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. Aha. Okay. Ja. So. Ja. Soll's dann auch für diesen Part gewesen sein. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ach, schade. Ich dachte, wir machen den Level Up jetzt noch voll eben. Und, ja, 36. Untergeschoss. Bald haben wir es geschafft. Es liegen noch 13 Etagen vor uns. Ich sag mal, 1 bis 2 Parts, dann war es das doch. Ja, genau. Schätze ich mal so. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen, es hat euch gefallen, wie auch immer. Ja, hoffen wir mal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.